Atomic unterstützt ab sofort die leistungsfähigen neuen Business-Funktionen von iOS 7. Damit können Sie vom verbesserten Volume Purchase Program, kurz VPP, profitieren. Sie können Lizenzen von Business-Apps im Apple VPP Store kaufen und sie mit Hilfe von Atomic einfach verwalten. Atomic löst für Sie unterschiedliche Verfahrenstypen auf, ganz egal, ob es sich um freie Apps, um gekaufte oder In-House-Apps handelt. Alles wird in ein Verteilungssystem gruppiert. Und jetzt geht's ans Verteilen. Links sehen Sie Ihre Apps, rechts die einzelnen Nutzer und Gruppen. Und in der Mitte kreieren Sie Ihr Template. Ihr Template für den App-Rollout stellen Sie ganz einfach zusammen. Hier sind es die Außendienstmitarbeiter. Ziehen Sie Ihre Apps per Drag-and-Drop in die Mitte. Weisen Sie dann das Ganze einfach einer Mitarbeitergruppe zu. Oh, wir haben den Teamleiter vergessen. Kein Problem, denn einzelne Personen können Sie natürlich auch individuell hinzufügen. Und jetzt kann der App-Rollout starten.